Laut einer Statistik sollen Rucksäcke inklusive Schulmaterial nicht mehr als 10% des Eigengewichts des Kindes haben. Deshalb werden auch mehr Trolleys, die hinterhergezogen werden, angeboten. Haben Sie diesen auch schon in Ihrem Verkauf und würden Sie auch den Schülern einen Trolley statt einem gewöhnlichen Rucksack empfehlen? Also wir haben bei uns im Sortiment den Trolley, den man verwenden kann für alle Arten der Schultaschen. Rein von der Überlegung her ist der Trolley ein sehr nützliches Hilfsmittel. Man gibt die Schultasche auf den Trolley drauf und zieht den Trolley hinterher, entlastet dadurch den Körper, besonders die Wirbelsäule, was für Erstklässler und Schulanfänger wichtig wäre. Die Praxis zeigt aber im Verkauf, dass die Kinder auf den Trolley bei uns nicht stehen. Also da greift man lieber zu der klassischen Schultasche, die man am Rücken nimmt. Da hat, glaube ich, der Trolley so ein bisschen den Hintergedanken der Oma, die mit dem Trolley einkaufen geht. Und dadurch wirkt das Ganze wahrscheinlich nicht so cool in der Schule und hat sich bei uns noch nicht durchgesetzt.